Hallo Modellbahner, Tipps und Tricks rund um die Modellbahn. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die BR 216, die neue von Pico, das Vorsehmodell. Hallo Modellbahner, Kamera läuft. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich mal die Baureihe 216 von Pico. Dieses Vorserienmodell, was rausgebracht worden ist. Und ich hatte schon einige Videos geguckt und darin wurde ja der Sound sehr stark bemängelt. Kann dem nur beipflichten. Der ist wirklich für mich gesehen, also grottenschlecht finde ich. Tut mir leid, Pico. Aber leider ist es so. Und deshalb möchte ich gern in diesen Look heute mal den ISO V5 Lock Sound einbauen. Vielleicht können wir da noch einen Pufferkondensator reinsetzen. Gucken uns die Lok mal an von innen, wie die aussieht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt und euch die ganze Sache anschaut. Dann sagen wir mal bis gleich. Hier ist das schöne Stück. Mal raus hier. Schöne Augenweide, ne? Muss man schon sagen. Schön gelungen, die Lok. Wenn jetzt der Sound noch stimmt, dann ein herrliches Teil. Auch die Frontpartie. Hier die Besonderheit, die geschwungene Vorderfront hier an der Seite. Ja, ist schön geworden. Gut, dann machen wir sie mal auf und gucken mal am Arbeitsplatz, was wir da so tun können. Und dann wollen wir dann den Sound noch einbauen. Haben wir ein bisschen was zu tun. Ja, machen wir das gute Stück mal auf, ne? Sieht richtig geil aus, sogar mit Inneneinrichtung. Ist der echt der Hammer. So, hier müssen wir mal wieder einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen. Da haben wir hier zwei Schäubchen. Da sind schon die Schräubchen. Und da geht sie auch schon auf. Hei, was haben wir denn hier? Wieder mal eine ganz andere Inneneinrichtung. So sieht es von innen aus. Führerstände auch beleuchtet. Hier befindet sich die Maschinenraumbeleuchtung da und da. Auch auf dieser Seite hier. Einmal da und einmal da. Super gemacht, ne? Toll. Und hier auch. Ach, da oben wird auch. Da oben, das wird auch noch beleuchtet. Hier oben. Da. Da sitzt hier eine Leuchtdiode. Ist ja irre. Ist ja irre. Ja. Super. Tja, aber Platz für einen Kondensator ist hier nicht. Hier auch schön Führerstand, hier auch. Super gebaut. Aber schade eigentlich. Ich hätte gedacht, wir hätten hier noch irgendwie Kondensator einbauen können. Aber auch hier toll. Guck mal da rein, der richtig, der Maschinenraum. Irre. Ah, das sieht ja klasse aus. Mein lieber Mann. Das finde ich ja schon toll detailliert. Hammer. Aber hier ist echt kein Platz. Kein Platz für einen Kondensator, Leute. Um jetzt den Sounddecoder einzubauen,
müssen wir erstmal die Platine hier lösen. Also eine Schaltung für den Kondensator ist vorhanden. Einmal der Widerstand, einmal die Diode und hier kommt der Kondensator dran. Und dann ist hier die Brücke, die muss man dann schließen. Aber wohin mit dem Kondensator, das weiß ich noch nicht. Da muss ich erstmal sehen. So. Ein Schräubchen. Noch ein Schräubchen. So, was geht denn jetzt hier ab? Ah ja. Ganz vorsichtig abheben hier. Oha. Oha. Boah, die sind aber mordskurz hier, die Kabel. Wie soll man das denn machen, Kinder? Das ist aber nicht so schön hier. Die sind so kurz. Uiu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 i. Ja, ob es da aber nicht einfacher ist, wenn wir das alles mal abheben, ha? Oh, Kinder, das ist aber nicht einfach. Ja, hier wäre Platz, da wäre Platz für den Kondensator. Und hier kommt der Lautsprecher rein. Da ist extra Platz für den Lautsprecher, glaube ich. Gut, versuchen wir mal hier die beiden Schräubchen noch zu lösen. Immer noch nicht weiter hier. Eieiei. So, jetzt guckt euch mal hier die Anleitung an. Guckt euch mal die Kabel an hier. Welche Längen. Sieht ja schön aus, dass man das so öffnen kann, ne? Wunderbar. So, jetzt guckt euch mal die Lok an. Hier ist nichts mit abheben. Hier. Das ist alles an Kabeln. Mehr ist da nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch wohl ein Witz. Wie muss man die hier vorsichtig mal rausziehen? Uiuiui, Kinder. Der ist aber spaßig. Feierabend. Wie soll ich da denn, wie soll man das denn da reinkriegen, Leute? Naja, ich werde mal sehen, wie ich es hinkriege. Meld mich gleich wieder. Ja, das ist alles etwas komplizierter, als man denkt. Ich habe jetzt die Führerstände abgeklipst. Die kann man hier an diesen Stellen, die sitzen so drauf, abklipsen. Dann hat man hier schon mal mehr Spiel. Man kann hier die Kabel rausnehmen. Na? Dann hat man also schon mal ein bisschen mehr Platz oder mehr Kabellänge. Was aber dann immer noch nicht geht, man muss nämlich dann hier noch diese Verkleidung für die Leuchtdioden abnehmen. Oh, Freunde, das ist aber ganz schön happy, heavy, heavy. Die sind auch hier so geklipst. So, seht ihr? Jetzt hat man das noch los.
Sonst müssen wir nämlich die Kabel hier ablöten. Jetzt können wir das Rote noch hier rausziehen. Müssen wir natürlich alles hinterher wieder wunderschön reinstecken. Komm. So, auf der Seite habe ich das auch schon mal gelöst hier. So, aber jetzt habe ich hier immer noch das schwarze Kabel. Stört immer noch, kriege ich immer noch nicht alles auseinander. Ja, Freunde, das kann nicht wahr sein. Aber zumindest hat man jetzt schon mal die Möglichkeit hier, die Schräubchen zu lösen, wo hier der Lautsprecher reinkommt. Dann haben wir hier auch noch eine Schraube. Da. Die müssen wir auch lösen. So, jetzt hoffe ich mal. Ja. Jetzt kann man den Lautsprecherkasten abnehmen. Oh, darunter ist natürlich viel Luft. Da ist viel Luft. Können wir hier einen Lautsprecher reinsetzen. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Platz. Jo, dann nehmen wir als erstes mal die Brücke hier raus. Keine Angst, das ist ein Keramikschraubenzieher. Keine Angst. So, da ist die Brücke, die müssen wir aufheben. Also werden wir da mal den Sounddecoder reinsetzen. Ich habe hier den Locksound 58412 V5 von ESO, den werden wir da jetzt einbauen. Etikett soll man auf der Lok kleben? Haha, witzig. Witzigkeit. So, hier haben wir noch mal für den Lautsprecher. Und da ist der Decoder. Die können wir jetzt hier auf die zusammensetzen und dann einen Schallkörper mit basteln. So ein Stabilbohrkasten hier. Mit der Höhe hinkommen, ob wir das da reinkriegen in das Kästchen hier. Ich glaube, da müssen wir einen weglassen. Der kommt ja so rum. Ach ne, da unten ist Platz genug. Das können wir machen. Das können wir machen. Der kommt ja so rum wieder rein. Schalt nach unten raus und dann können wir hier die Teile, wenn die denn mal zusammengeklebt sind, das mache ich gleich, können wir hier reinsetzen und dann kommt der Lautsprecher noch da drauf. Ja, kleben wir das erstmal zusammen. Ich habe jetzt hier die Schallkapsel zusammengeklebt. Jetzt müssen wir aber den Lautsprecher abmachen, weil der wird nämlich hinterher auf die Platine geklebt und deshalb will ich den jetzt hier abmachen. Geklebt, gelötet. So, knipsen wir den einfach ab. Gut. Das Ding kommt hinterher wieder so rein.
kommt so rein. Und hier ist extra ein Schlitz hier für die Kabel. Mal schauen, wenn wir den jetzt hier so reinsetzen, nach unten hin ist offen. Können wir den im Prinzip eigentlich hier einkleben. Aber einen Kondensator kriegen wir da auch nicht rein, ne? Oder kriegen wir da einen Kondensator rein? Ne. Ja, ich habe einen Weg gefunden, wie wir doch einen Kondensator unterbringen können. Und zwar können wir den hier mit in die Schaltkammer packen. Der passt nämlich rein, weil nach unten hin kommt ja hinterher so rein, ist genügend Platz. Und dann können wir nämlich noch wunderbar hier neben dem Lautsprecher den Kondensator packen. Also du denkst nur an 470 Mikrofarad, aber das würde ja vielleicht ausreichen, so ein bisschen zu puffern. Ja, ist auch super. So, ich werde das jetzt erstmal verdrahten und dann die Kabel nach unten, nach oben hin widerlegen. Aber erstmal hier verdrahten und Kabel anlöten. Und dann geht es gleich weiter. Ja, ein kleiner Zwischenbericht. Ich habe jetzt hier einen Kondensator eingesetzt. Die Kabel mit den Lautsprecherkabeln hier aus diesem Schlitz, der schon vorhanden ist, rausgeführt. Habe da ein bisschen Heißkleber reingesetzt. Und jetzt haben wir den Lautsprecher. Der sitzt jetzt gut hier drin. Der Kondensator sitzt gut hier drin. Und jetzt werde ich das wieder in den Lok auf reinbauen und dann legen wir die Kabel so, dass wir hier oben auf der Platine anschließen können. Sieht doch gut aus, sollte eigentlich so klappen, ne? Okay. So. So, ich will ein bisschen die Kabel noch fädeln und dann schraube ich das Ding fest. Ja, ihr seht, alles wieder drin. Lautsprecher drin, Kondensator drin, Schräubchen drin, hier Schräubchen drin. Alles wunderbar, passt wie angegossen. So, jetzt brauche ich alles wieder zusammen. Die Kabel alle schön verstauen, das wieder da oben legen. Dann können wir hier, ach ja, ja, jetzt muss ich ja jetzt mal den... Beinahe vergessen, ey, bevor ich alles hier zusammenschraube, müssen wir ja erstmal hier das Wichtigste, das Herz einbauen hier, ne? Unser kleiner, schöner Sounddecoder muss hier rein. Gut, da haben wir schon drin. Seht ihr? Da ist er. Da sitzt er drin. Schön festdrücken, damit er uns nicht rausflitzt, ne? Gut. Gehe ich mal davon aus, das ist alles Paletti. Haben sie schön Platz gelassen. Passt auch gut da rein. Sitzt, wackelt und hat Luft. Ja, alles gut. Ja, dann fangen wir mal mit dem Einfädeln der Kabel an hier. Und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder, wenn ich die Kabel alle eingefädelt habe. Und dann die anderen Sachen müssen wir ja dann noch anschließen, ne? Juhu, ich hab's geschafft. Hab alle Kabel wieder verstaut, Kinders. Hier, alles wieder schön verstaut an seinem Platz. Schön hier in diese Rillen rein, die extra die Halterung dafür. Und jetzt wollen wir den Lautsprecher anschließen. Dann können wir erstmal die Kabel abknipsen hier. So. Brauchen wir ja gar nicht so lang. Okay, so, dann haben wir hier noch den Kondensator, den wollten wir ja auch da dran löten, beziehungsweise mit einbauen in die
Geschichte kriegt ihr auch noch mal ein bisschen Lötzinn hier. Gut. Können wir die auch ein bisschen ablenken hier? Lötzinn. Wieder Lötzchen. Okay. So, jetzt haben wir auf dieser Seite, dort haben wir Plus. Da setzen wir jetzt, wir drehen das Ganze mal rum. Da haben wir Plus, da haben wir Minus, also den weißen, den hatte ich für den Minuspol. Den roten hatte ich, beziehungsweise den orangefarbenen, den hatte ich am Pluspol. Ah, der ist ja viel zu lang. Das wäre das, ne? So. Also, die haben wir dran. Lautsprecher haben wir dran. Und jetzt müssen wir nur noch den Widerstand. Und die Diode. Müssen wir noch verlöten. Setzen wir auch noch mal ein bisschen Lötzchen drauf hier. So, und dann müssen wir noch die Brücke setzen. Das scheint aber jetzt geklappt zu haben. So, den Widerstand noch. So, das geht prima. Ja, das ist ein Scheißding hier. Aber er ist fest. Das war's. An dieser Stelle, wie gesagt, haben wir jetzt die Brücke gesetzt. Da, hier rüber. Da, den müssen wir freilassen. Der Widerstand ist drin und die Diode ist drin mit entsprechender Sperrrichtung. Gut, dann werden wir jetzt mal ausprobieren, ob die ganze Geschichte funzt, ne? Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind hier im Log-Programmer von ESU, die Version 5.0.1.3, die aktuelle Version. Und ich werde jetzt erstmal den ESU-Log-Sound, den ich schon runtergeladen habe für die Baureihe 160, hier laden und dann aufspielen auf die Lokomotive.
So, der Originalfile von ESO ist nun geladen. Und als erstes werde ich jetzt mal die Adresse für die Log ändern auf eine lange Adresse für 2169. Dann werde ich zusätzlich die Höchstgeschwindigkeit auf 180 stellen und die Mindestgeschwindigkeit auf 1, damit die schön langsam anfährt. Dann lade ich den Pfeil wieder zur Lok hoch. Und hier könnt ihr mal die Tabelle sehen, wie sie praktisch aussieht. Von ESO aus die Default-Werte für die ganzen Sounds und die Lichteinstellungen. Unter der Information Funktionen seht ihr hier die ganzen Icons für die einzelnen Funktionen und die dazugehörigen Namen oder was damit geschaltet wird. Unter dem Button Allgemein hat ESO schon eine Information für diese Lok eingegeben. Hier nun die neue von mir erstellte Funktionstabelle. Hinter den Symbolen verbergen sich natürlich die entsprechenden Sounds oder die Lichtfunktionen. Das ist nun die von mir erstellte Funktionsordnung. Hier wird erstellt, welche Lichtfunktionen zusammengeschaltet werden, welche Soundfunktionen auf die entsprechenden F-Tasten gelegt werden. Und das ist dann die endgültige Tabelle. Ich habe dann noch die einzelnen Ausgänge der Lichter gedimmt, nach meinem Geschmack. Aber ich denke, das kann jeder so handhaben, wie er gerne möchte. Ich habe gerne das Licht ein bisschen gedimmt. Der Maschinenraum, beziehungsweise, ja, Maschinenraum habe ich, glaube ich, volle Lichtstärke. Und alles andere habe ich ein bisschen gedimmt. Aber wie gesagt, alles Geschmackssache. Kleben wir noch ein Lokführerchen ein. Ich benutze hier so einen Fotokleber. Der lässt sich immer wieder restlos auch ablösen. Und da kriegt er mal richtig so eine schöne Ladung hier am Popo. So. Und dann setzt du den schön hier auf seinen Sitz. Und sieht gut aus. Ja. Es fehlt nur noch das Gehäuse. Das setzen wir jetzt auf. Mal schauen. Das gehört dann 1, 2, 1, 2. Das gehört so rum. So. Ein Schräubchen wieder rein. Und dann haben wir das Gerät fertig. Und wir haben es sogar geschafft, tatsächlich einen Stützkondensator einzusetzen. Das ist eine feine Sache. Und hat mich also richtig gefreut. Da auch noch die andere Schraube rein. Nur Loch treffen. Also das hat mich echt gefreut. So. Wunderbar. Guck mal, alles schön zu. Und alles tippitoppi. So, jetzt haben wir die Lok mal auf dem Smart Rail. Und dann wollen wir mal die Lok starten. Wir machen dazu die Innenraumbeleuchtung an, beziehungsweise Maschinenraumbeleuchtung. Und dazu machen wir dann jetzt noch ein richtiges Licht. Habe ich nicht an? Egal. Wir werden die Kabinenraumbeleuchtung fahren und fangen mal los.
Stell mal wieder. So. Und dann machen wir so wieder aus. Licht aus. So, das war's mit unserer kleinen Vorstellung. So, hier sieht man nochmal den Führerstand und die Spitzenbeleuchtung. Den Führerstand mal ausmachen, wieder anmachen. Maschinenraumbeleuchtung. Erstklassig, wirklich super. Auch die Inneneinrichtung ganz toll gemacht. Also da hat Pico wirklich Maßstäbe gesetzt, würde ich mal sagen. Richtig toll. Und wenn ich jetzt die Lok mal abhebe und den Strom unterbreche, dann könnt ihr das auch sehen, dass der Puffer auch ein bisschen puffert. Da, seht ihr? Ja, alles funktioniert. Wunderbar, freut mich. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht macht es der ein oder andere noch nach. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, euer Dampfmacher.